Das Bild ist für mich etwas ganz Besonderes. Und zwar hätte ich es gar nicht erst gemalt, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass es wichtig wäre, dieses Bild zu malen. Warum, weiß ich auch nicht, aber das Gefühl war da. Und ein weiteres für mich ganz spezielles Erlebnis war, wie ich zu der Erkenntnis gekommen bin, was diese Szene eigentlich zu bedeuten hat. Und es begann vor 2 Jahren oder so, als ich so eine ganz einfache Skizze in meinen Notizblock gezeichnet habe. Und das lag dann erstmal, bis ich das irgendwann wieder hervorgekramt habe und mir so dachte, das könnte ich eigentlich malen. Bevor ich auf die große Leinwand gemalt habe, habe ich erst weitere Skizzen gemacht, verschiedene Details rausgesucht, mich selbst fotografiert, um mir aus all dem Material mein Bild möglichst vorstellungsgetreu zu realisieren. Das habe ich dann erstmal mit Ölfarben auf einen A4-Karton gemalt. Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich dabei auf Grenzen gestoßen bin, was zum Beispiel alleine schon die Hauttöne in den 2 verschiedenen Lichtquellen anbelangt. Also habe ich eines Abends meinen Freund und die Fotokamera zum Fluss bei uns in der Nähe mitgenommen. Er hat dann Fotos von mir gemacht, während ich im Fluss stand und Fairy Lights in den Händen hielt. Als ich dann ein gutes Referenzfoto hatte, fing ich die große Leinwand an. Die ist 80x100 cm. Die orange Acrylgrundierung ist für mich die leuchtende Grundstimmung des Bildes und sorgt dafür, dass unter der Ölfarbe kein Weiß hervorblitzt, falls das nicht ganz abgedeckt ist, sondern höchstens das warme Orange. Aber ich denke, so richtig notwendig ist es nicht. Höchstens beim Malen ist es einfacher, auf buntem Grund die hellen Töne auch sehen zu können. Und dann war es so, dass ich gemerkt habe, aber ich weiß immer noch nicht, was das Bild eigentlich bedeutet. Ja, wieso diese Frau und wer ist sie eigentlich und wieso dieses Licht in ihren Händen? Dieses flüssige, goldige Licht und was ist das überhaupt? Und dann dachte ich, also wenn ich dieses Bild und dieses Gefühl schon von oben bekomme, dann muss da oben auch die Antwort sein, was da drin steckt, was da dahinter steckt und was dieses Bild bedeutet. Dann hat es ein paar Tage gedauert und dann war ich eines Nachmittags mit meinem Freund spazieren und da hatten wir so im Gespräch dieses Thema Selbstliebe, Selbstwert. Da meinte dann mein Freund zu mir, sag dir doch mal, ich will mich lieben und achten in guten wie in schlechten Zeiten. Und wie ich das dann, ich habe einen schönen Hintergrund gemalt, diese Worte draufgeschrieben habe, mittendrin kam mir plötzlich wie aus dem Nichts wieder dieses Bild von diesen Händen mit dem Licht drin. Und ich dachte, wow, das hat eine Verbindung, das hat einen Zusammenhang. Da wurde mir bewusst, dass diese Frau in ihren Händen ihre leuchtende, strahlende Seele hält und diese Seele, also sich selbst, dieses Versprechen gibt, ich will mich lieben und achten in guten wie in schlechten Zeiten. In diesem Bild habe ich über Monate hinweg gearbeitet. In dieser Zeit gab es immer wieder Tage oder sogar mehrere Wochen, in denen ich nichts dran gemacht habe.
Manchmal, weil ich mit einem Part Schwierigkeiten hatte und das Bild ruhen lassen wollte, um später wieder mit frischem Blick weiterzumachen. In der Zwischenzeit habe ich dann einfach parallel an anderen Bildern gearbeitet.